Oh, was haben wir denn hier? Post aus Ägypten. Meine persönliche Aldi-Story. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Barkow und ich bin richtig gut gelaunt. Und zwar liegt das nicht wie immer am Kaffee heute. Also natürlich ein bisschen liegt schon daran. Aber hauptsächlich liegt es daran, dass ich hier solche Briefe erhalte von Leuten, die selbst an ihrer finanziellen Unabhängigkeit arbeiten, richtig dabei sind, Gas zu geben. Und wenn es dann auch noch jemand ist, der selber bei Aldi damals in die Lehre gegangen ist, für die Leute, die sich jetzt wundern, ich habe eine Videoserie dazu gemacht und habe als Praxisbeispiel einfach mal Aldi genommen, um einen Punkt zu verdeutlichen. Und das ist auch gleichzeitig mein Leitmotto, nämlich Arbeit, Aktien und Ausbildung. Und in dieser Videoserie habe ich ja so ein bisschen beschrieben, was ich alles so gemacht habe damals, um mich voranzuarbeiten, um finanzielle Freiheit zu erreichen, meine Systeme auszubauen und so. Und dann immer, wenn es dann natürlich man dann sich damit beschäftigt, dann denkt man als Mann, das ist so ein ganz normales Ego-Ding, denkt man so, ja, ich bin eigentlich schon so ganz cool, ja, bildet man sich jedenfalls ein. Weil wenn ich dann gucke, was Leute aus unserer Community hier teilweise abziehen für krasse Geschichten, dann muss ich mich einfach nur hinstellen und muss sagen, ja, ihr habt es einfach nur drauf. Und diese Geschichten wollte ich heute teilweise mit euch mal teilen. Also springen wir gleich rein in die Materie. Vorher aber für die, die es noch nie gehört haben, Arbeit, Aktien, Ausbildung, was heißt das genau? Das bedeutet, dass wir im Prinzip immer dreigleisig fahren auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Das heißt, als erstes müssen wir erstmal hart arbeiten. Da ist das beste Beispiel auch Tim, der morgen mich wieder besuchen kommt. Ja, hat erstmal einfach nur seine Fresse zu halten und hart zu arbeiten. Der geht so richtig in die Lehre und muss wie so dieser Zauberlehrling damals, kennt ihr vielleicht von Disney oder von wem ist das nochmal, ist ja auch egal, einfach richtig hart arbeiten und dadurch Geld verdienen. Und dieses Geld, was man auch verdient, kann man dann teilweise anfangen zu investieren, um in diesen I-Quadranten zu kommen. Ihr kennt das ja auch noch von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, Cashflow Quadrant und so weiter. Das heißt, man geht in den I-Quadranten, fängt an, in Aktien zu investieren und so weiter und bildet sich kontinuierlich aber immer weiter fort. Das heißt, wenn man aus der Schule kommt, hat das Lernen im Prinzip gerade erst begonnen. Ja? Sobald man aufhört zu lernen, ist man irgendwie, keine Ahnung, ja, wird man jedenfalls immer Probleme haben und lernen ist auch einfach sowieso das Beste und Wichtigste überhaupt. Und wenn man das alles parallel macht, ja, also hart arbeiten, investieren und sich kontinuierlich weiterbilden, Studium machen, Ausbildung machen und so weiter, dann kann das Ganze richtig anfangen, Spaß zu machen. Und das seht ihr jetzt. So, fangen wir gleich noch mit einem kleinen Kracher an. Jeder von euch kennt ja WhatsApp. Ja, ich nutze das natürlich selbst genauso wie wahrscheinlich die meisten von euch auch. Aber was ist eigentlich mit Leuten, die gar keine WhatsApp haben in ihrem Land, weil zum Beispiel Facebook dort verboten ist oder irgendwie gerade wieder mal gesperrt wird? In der Türkei wird ja auch immer mal wieder Twitter einfach vom Netz genommen und so weiter und so fort. Ja, Patrick jedenfalls hat hier so ein Telegram-Bot-Tutorial bei YouTube hochgeladen mit mittlerweile 45.000 Klicks, ja. Er hat das Ganze vor dem Studium angefangen, hat so einen Bot, also ein Computerprogramm programmiert, welches anderen Leuten ermöglicht, halt Nachrichten zu senden in Form von Chats und so weiter. Ja, das ist also natürlich eine sehr geile Geschichte, vor allem für Leute, die sozusagen kommunizieren wollen und ihre Ideen teilen wollen mit anderen aus anderen Ländern. Dann müsst ihr euch vorstellen, wenn aber zum Beispiel Facebook gerade einfach down ist, ja, wie kann ich dann jemand anderen erreichen, den ich sonst immer bei Facebook erreicht habe? Ist eigentlich eine ziemlich interessante Geschichte. Was hat das Ganze mit unserem Thema zu tun? Nun ja. Kurze Zeit später, als er das Video hochgeladen hat, mittlerweile hat er irgendwie 3, 4 Videos oder so, eine ganz kleine Community ist auch schon am sich entwickeln, hat ihn Radio angeschrieben und hat ihnen Auftrag gegeben, auch für dieses Radio so ein Computerprogramm zu programmieren. Und damit hat er dann wiederum Geld verdient. Und neben dem Studium kriegt er jetzt immer wieder so kleinere Aufträge, solche Dinge zu programmieren und kann sich dann nebenher richtig was gut verdienen, womit er natürlich dann auch wieder, je nachdem, was er macht, in Aktien investieren kann und so weiter und so fort. Also das ist das erste sehr coole Beispiel. Und da kann ich auch nochmal an meine Zeit zurückdenken damals. Das ist auch einer der coolen Dinge bei YouTube. Ja. Er teilt hier seine Idee, die offensichtlich einen Mehrwert bietet. Man sieht es hier auch an den Likes- und Dislike-Verhältnis. Ich habe damals zum Beispiel bei YouTube auch ein Video gemacht, das hat mittlerweile über 1 Million Aufrufe. Ja, und alle reden dann immer bei YouTube so von, oh, wie viel kann man Geld verdienen mit irgendwelchen Werbungen und weiß was ich. Das ist alles, ja,
ein schönes Taschengeld, wenn ihr so wollt. Aber ich weiß noch, wie ich damals aufgrund dieses einen Videos, wo ich zeige zum Beispiel, wie man so ein Frühstücksshake macht auch, ja, einen Anruf irgendwann bekommen von einer ziemlich großen Agentur, die mich für ein Sportvideo für eine Messe gewinnen wollten. Ja, also ich sollte einfach dann so ein Trainingsgerät vorstellen, habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich später mal gefragt, wie seid ihr eigentlich auf mich damals gekommen? Und sie meinte dann, ja, unser Geschäftsführer hat ein Video von dir bei YouTube angeguckt, wie du so einen Fitnessshake präparierst. Und der fand das halt so interessant und lustig, dass er sozusagen gesagt hat, hey, schreib den mal an, wir brauchen den für unsere Messe. Ja? Und so kann dann sehr häufig eins zum anderen führen. So, beim nächsten Beispiel handelt es sich um eine Frau. Ja, auch Frauen beschäftigen sich also mit dem Thema finanzielle Unabhängigkeit und so weiter, auch wenn die hier jedenfalls bei unserem Kanal deutlich noch in der Minderheit sind, bei gerade mal ungefähr 3-4% unserer Zuschauer. Jedenfalls hat Janina, und da finde ich das Beispiel sehr interessant, wenn es um diesen dritten Punkt geht, nämlich um die Ausbildung, sehr interessante Dinge gemacht. Sie wollte damals eigentlich Kellnerin werden und dachte, damit kann sie so neben dem Studium so ganz gut was dazu verdienen, hat aber dann recht schnell gemerkt, dass es doch nicht so war. Das heißt, sie hatte einfach sehr lange Anfahrtswege und so, und die Arbeit war sehr extrem hart, die Bezahlung war ziemlich schlecht, und sie hat dann für sich entschieden, okay, das ist nichts für mich. Und dann hat sie sich einfach initiativ bei unterschiedlichen Unternehmen beworben für eine Stelle und hat dann einen Job bekommen, für den sie eigentlich laut Stellenbeschreibung unterqualifiziert war. Trotzdem hat man sie, vielleicht hatte sie einfach Glück, ja, zum Bewerbungsgespräch eingeladen, und jetzt kommt der springende Punkt. Dort hat sie dann überzeugt. Das heißt, sie konnte zwar gewisse Dinge noch nicht, die eigentlich dort Pflicht waren, aber sie hat das so schnell dazugelernt, dass die Leute dann einfach trotzdem sie engagiert haben und sie dort dann sehr viel gelernt hat. Und das ist wirklich eines der besten Beispiele. Das ist auch einer der Punkte, der für Arbeitgeber am allerwichtigsten ist, oder Leute, die halt Projekte umsetzen wollen, nämlich: Sind die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, haben die wirklich Drive, Eigeninitiative, und sind die befähigt und bereit, schnell Dinge neu dazuzulernen? Ich habe selbst hier, seitdem ich damals den Kanal hier gestartet habe, habe ich immer mal wieder von jemandem Post bekommen per E-Mail, der mir immer wieder geschrieben hat. Und ich habe nie wirklich erkannt, was der für einen Mehrwert bieten kann für die Community. Aber er war so hartnäckig und hat so krass und schnell angefangen, sich zu verbessern. Mittlerweile kommentiert er teilweise, obwohl er noch ziemlich jung ist, kommentiert er teilweise unter Videos, wo ich denke, wow, der hat sich, was das Fachwissen angeht, so krass fortgebildet, dass ich jetzt mittlerweile mit ihm zusammen in einem Buchprojekt schreibe, was ein richtig fettes Buch wird, ungefähr so. Das dauert auch noch ewig, bis das rauskommt. Aber da sieht man auch wieder, wenn man hart arbeitet, wenn man schnell dazulernt, dann bekommt man auch auf einmal die Aufmerksamkeit, die man verdient hat, und kann richtig interessante Dinge gestalten. Der nächste hier ist Florian im Bunde, und der macht auch was ziemlich Cooles, und das hat hier mit StudiDrive zu tun. Diese Plattform kannte ich vorher noch gar nicht, aber hört mal selbst, was er schreibt. Ich studiere dual an der Uni Kassel für Volkswagen Wirtschaftsingenieurwesen und komme dadurch schon mal ein ganzes Studium und meinen Lebensunterhalt finanziert und habe eine vertraglich zugesicherte Einstellung nach dem Bachelor. Also an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich auch eine coole Sache beim dualen Studium, wenn man schon dann direkt Geld verdient während des Studiums. Ja, geile Geschichte. Jetzt kommt das Thema Aktien. Nun fehlten mir nur noch ein paar Nebenjobs, um Geld für meine Sparpläne und Urlaub ranzubekommen. Ja. Nach dem ersten Semester habe ich mich dann gleich als Informatiktutor in Java Grundlagen an der Uni beworben. Ich unterrichte dann dreimal die Woche so 40 bis 50 Leute für einen festen Stundenlohn und bilde meine Java-Kenntnisse gleich noch weiter. Also besser geht's nicht. Er verdient nebenher also noch weiter Geld mit Java und so weiter und lernt auch noch parallel dazu. Ja? Und jetzt kommt's: Nebenbei tippe ich alle meine Zusammenfassungen und Lernzettel auf dem Computer ab und lade diese auf studidrive.net hoch. Da bin ich als Kursexperte eingestellt und bekomme für jede hochgeladene Datei eine Vergütung plus einen Bonus für jeden generierten Download. Das perfekte passive Einkommen, da ich nur einmal Aufwand habe und die Dateien in den Grundlagenschein wahrscheinlich noch in 5 Jahren fleißig Downloads generiert werden. Ja, das weiß man natürlich nicht genau, aber sei dir auf jeden Fall zu wünschen. Und selbst wenn nicht, sieht man tatsächlich, dass es hier wieder jemand auf jeden Fall kapiert hat, was es bedeutet, sich auszubilden, parallel dazu zu arbeiten, um zum Beispiel in Urlaub zu fliegen oder halt um auch in Aktien zu investieren, wie er schreibt, und gleichzeitig auch sich sozusagen noch kontinuierlich weiterzubilden über so eine Plattform wie StudiDrive, die ich vorher noch gar nicht kannte.
So, das nächste Beispiel kommt von Dominik, ich hoffe richtig ausgesprochen, der jetzt in der Schweiz wohnt, eine Internetagentur betreibt, ja, und auch eigene Online-Shops hat. Hier zum Beispiel so einen Lampenshop habe ich euch mal im Hintergrund aufgerufen von ihm. Und er hat mir geschrieben, er hat leider im Studium damals noch nicht mal BAföG bekommen, musste also so ziemlich aus Dosen leben im Studentenwohnheim und hat sich aber extrem reingekniet. Die ganze Zeit hat sich interessiert für dieses Thema Internetseiten und Online-Shops und ist da mittlerweile richtig, anscheinend so ein richtiger Experte in diesem Bereich geworden und kann Aufträge von anderen entgegennehmen, auch deren Internetseiten beispielsweise zu erstellen oder zu optimieren. Und wie ihr auch an diesem Beispiel wieder sehen könnt, sind alle von Beispielen, die ihr genannt haben, können die Leute halt wirklich was. Die haben richtig was auf dem Kasten, die haben einfach die Zeit, die es auch dauert, ja, investiert, während andere irgendwie die ganze Zeit draußen am Party machen sind oder in der Freizeit irgendwas anderes machen. Das ist ja auch vollkommen okay, ja. Aber wenn man halt schneller finanzielle Freiheit erreichen will, muss man halt auch eben aktiver und mehr tun als andere. Und genau das beweisen all diese Beispiele, ja. Kommen wir nochmal zu einem anderen Online-Shop, den ich auch sehr cool finde und das ganze Projekt auch. Und zwar von einem Künstler, Benjamin heißt der, der hier vor allem 3D-Visualisierung macht. Und das ist natürlich ein cooles Thema. Wir hatten das in unserem Studium zum Digital Film Animation und so weiter, hatten wir das auch teilweise. 3D ist ein sehr komplexes und kompliziertes Thema. Viele von uns auch, also viele von denen, die das Studium gemacht haben, bei der SAE, mir eingeschlossen. Wir haben uns damals nicht so viel für 3D interessiert. Man muss sehr, 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 sehr viel dort lernen, sage ich euch. Und der hat hier zum Beispiel einzelne Szenen, ja, und ich kann euch jetzt mal zeigen, wie geil das ist. Das ist jetzt zum Beispiel einfach so eine Küchenszene mit Brot und Lampen und so weiter und so fort, Gläsern. Jetzt denkt ihr euch, hä, was ist denn das für ein Scheiß? Nun ja, du kannst im Prinzip auf dieser Seite so eine Szene dir kaufen. Das ist nicht einfach nur ein Foto, sondern das ist dann so eine Projektdatei, die du am Computer bearbeiten kannst mit 3D-Software. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich einen eigenen 3D-Film machen will, selber einen kleinen Charakter erstmal riggen, nennt man das. Da macht man erstmal so ein Gerüst, ja, wo man dann definiert, welches Gelenk muss wo, wie dann später bewegt werden und so weiter. Dann kommen die Konturen drauf und so weiter. Und jetzt könnte ich dann zum Beispiel dieses Messer nehmen, könnte das Messer in 360 Grad drehen, oder könnte irgendeine kleine Figur da drauf rumhüpfen lassen, die dann irgendwie das Brot isst und so weiter. Und diese Dinge sind natürlich extrem viel Arbeit zu erstellen in 3D und die bieten im Prinzip dann ihren Kunden so eine Art Abkürzung, dass sie sagen, okay, du kannst hier eine fertige Projektdatei haben und kannst dann diese Szenerie benutzen für dein eigenes Projekt, für deine eigene Architekturvisualisierung oder für deinen Animationsfilm. Und häufig meinte er zu mir jedenfalls, dass auch Leute diese Sachen einfach kaufen, um selbst noch mehr dazu zu lernen, wie zum Beispiel so eine 3D-Szenerie eigentlich generiert wird. Ja, und da merkt ihr auch wieder ein Experte, der sich in einem Bereich richtig weitergebildet hat und dann überlegt hat, wie kann er diesen Mehrwert, den er erschaffen kann, finanziell ummünzen, sodass er auch selbst davon profitiert. So, das letzte Beispiel für heute kommt von Lars Wrobbel, den kennt ihr ja vielleicht auch mittlerweile, der hat mit mir zusammen dieses kleine Buch über P2P-Investments geschrieben. Darüber wollte ich aber jetzt gar nicht mit euch sprechen, sondern das wollte ich nur kurz als Werbung quasi hier in dem Video einbauen, logischerweise. Sondern er hat damals sich schon sehr interessiert für alte Motivationsbücher, also nicht diesen ganzen Bodo Schäfer-Kram und so, sondern wirklich Bücher, die 100 oder 200 Jahre alt sind, und die hat er dann, nachdem er natürlich die Rechte geprüft hat und so weiter, ins Deutsche selbstständig übersetzt, um diese dann sozusagen zu verkaufen. Das ist natürlich auch eine sehr geile Sache. Man gräbt also ganz, ganz, ganz uraltes Wissen wieder aus und macht es dann wieder durch eine neue Plattform, die sich ja jetzt ergeben hat, sei es Amazon und dann CreateSpace und so weiter, wo wir auch dieses Buch rausgebracht haben, wieder eine allgemeiner zur Verfügung. Ja. Mittlerweile hat er auch seinen eigenen Blog zum Thema P2P-Investments, also hat genau in dieser Nische, wo er selber halt sehr viel Geld investiert, noch parallel genutzt, um jetzt seine Ideen mit anderen Leuten zu teilen und natürlich auch damit Geld zu verdienen. Und das ist genau das Thema. Er hat mir auch geschrieben, nochmal hier gerade als Nachricht, dass im Prinzip, obwohl es natürlich immer so, ja, leicht abgedroschen klingt, genauso wie wenn ich das sage, Geld verdienen macht natürlich Spaß und ist cool, aber es ist nie die eigentliche erste Intention bei vielen dieser Leuten. Alle diese Leute, die ich dir gezeigt habe, haben einfach eine unglaubliche Leidenschaft für das, was sie tun,
haben eine unglaubliche Leidenschaft, wenn es darum geht, neue Dinge zu lernen. Auch der Tim, ja, der sitzt die ganze Zeit irgendwie da, ist dabei, Bücher zu lesen und einfach Dinge umzusetzen, Dinge zu machen. Ja? Und Lars hat dann geschrieben, es geht dann bei ihm zum Beispiel darum, um diese simplen Entscheidungen, setze ich mich jetzt hin und zocke wieder GTA 5 an der PS4 oder an der PS3 oder was auch immer, oder setze ich mich jetzt hin und lerne, bilde mich fort und mache mehr und mehr und mehr und erreiche dadurch mehr. Ja? Und ich hoffe, ich konnte euch in diesen Beispielen mal wieder zeigen, dass ich nicht der Einzige bin, der Dinge in der Realität umsetzt und einfach Gas gibt und finanziell frei ist, sondern es gibt viele andere, die halt das machen und die teilweise wahrscheinlich sogar noch viel mehr abgehen als ich, ja, wo ich dann irgendwann auch so ein kleiner Fisch im Prinzip bin dagegen. Und ja, das wollte ich einfach mal mit euch teilen, um euch zu motivieren und euch zu zeigen, es ist möglich, gerade in der heutigen Zeit, ja, guckt euch an, selber Bücher zu schreiben, ja, rauszubringen, eigene Online-Shops und so weiter, Telegram-Bots zu programmieren, alle Dinge, die das Internet ermöglicht, um einfach sein Wissen zu duplizieren, zu skalieren und einfach auch damit Geld zu verdienen und unglaublichen Mehrwert zu erschaffen für eine Zielgruppe, Probleme zu lösen. Und von daher einfach mein Respekt an diese Leute. Und ja, jetzt ist natürlich Wochenende. Das heißt, ihr könnt euch selbst natürlich entscheiden, was ihr mit diesen 2 Tagen macht. Ja, aber denkt immer an das, was Arnold Schwarzenegger gesagt hat. Ja, während ihr draußen seid und am Party machen seid, sind irgendwo auf der Welt Leute, die hart arbeiten und an ihren Träumen dabei sind, diese umzusetzen. In diesem Sinne, rationale Grüße. Ciao.